Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Teil Arcania. Gothic Tale. Und ich stehe jetzt hier gerade mitten im Sumpf und wir wollten zu der Tropfsteinhöhle, wo ja irgendwie die Snapper in der Nähe sein soll. Also hier ist erstmal ein Haufen Scheiß zum Einsammeln in der Nähe. Unter anderem noch Waran, den ich nicht gelootet habe. Immer genial, wie das man so nachts so schön sehen kann, wollte ich gerade sagen, und dann falle ich doch wieder auf die Leuchtkäfer, auf die Glühwürmchen rein. Das sind keine. Das ist Loot. Wenn ich rankomme. Warane? Jo. Drei Stück. Schade, dass jetzt gerade momentan echt meine Waffe keinen nachzügelnden Effekt hat. Ich würde mir gerne wieder ein Feuerschwert schmieden. Allerdings natürlich jetzt in Form des Bastardschwerts. Das wäre natürlich extrem cool. Wo spielst du hin? Gut. Gehen wir mal in die Höhle des Löwen. Das haben wir vorher noch das ganze Zeug hier rein, natürlich. Freilich. Der Marinnenpuff. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich da vielleicht versehentlich schon mal drin war. Waran? Okay. Mann, machst du einen Krach. Ist übrigens bei Far Cry 3 waren die auch echt, habe ich schon mal, glaube ich, erwähnt, extrem lästig, weil man die im hohen Grad nicht gesehen hat. Man hat aber bloß das Fauchen gehört. Und dann wusste man immer schon, oh. Nee, die waren bei dem Spiel bei Far Cry 3, waren die echt unangenehm. Nein, in der Höhle war ich noch nicht. Hier ist wahrscheinlich wieder das, wo ich abkürzungstechnisch dann irgendwann rauskomme. Oder auch nicht, oder? Doch da. Kohle. Pilze. Nochmal Pilze. Hinten sehe ich auch nochmal irgendwas zum Abbauen. Den Waran habe ich auch schon gesehen. Was ein Eierkopf. So. Du kriegst auch. Natürlich. Komm. Komm zu Papa. So, was haben wir hier nettes? Eisen. Eisen, sehr gut. Kann ich wahrscheinlich schon wieder Stahl herstellen. Na, was ist das? Auch Eisen? Gut. Fünf Stück. Nicht schlecht. Und hier haben wir noch ein paar Pilze. Nichts vergessen. Dann gucken wir uns hier noch weiter um. Wobei, mir scheint, als ob es da dicht wäre. Da habe ich doch noch irgendwas liegen lassen. Frechheit. Nee, es geht tatsächlich weiter. Nur kann ich dann wahrscheinlich hier erstmal nicht zurückspringen, oder? Doch, geht auch. Okay. Da. So, jetzt habe ich mich hier hinter diese Felsenformation gequetscht. Und dann gibt es da nicht mal was. Frechheit. Frechheit, Frechheit, Frechheit. So, Gehen wir mal hier lang. Noch eine Ader. Was haben wir hier hinter? Vergessenes Grab. Ja, geil. Rune der schnellen Hand. Was immer dieses bedeutet. Runenbruchstücke. Ich sage, wie es ist. Nee. Dingens wäre mir lieber gewesen. Eine Waffe. Weil mit Zaubern habe ich es ja in dem Spiel nicht so. Jetzt muss ich doch tatsächlich mal gucken, was das mit den Runen auf sich hat.
Max Payne-Style. Da geht wahrscheinlich ein Mana flöten, wenn ich das benutze. Oder ich habe sie jetzt verschwendet. Ich guck jetzt schnell nochmal, ob ich sie noch hab. Ah, sie ist noch da. Nicht schon wieder benutzt werden, okay. Viel Eisenerz hier, sehr schön. Da auch nochmal. Kohle. Gibt's für eine Varanhöhle echt viel Loot? Das gefällt mir. Finde ich sehr schön. Na gut, die Pilze, ja. Für einen Alchemisten vielleicht interessant, für mich nicht. Mitnehmen tun wir sie trotzdem. Oben ist auch noch was. Müsste ich doch jetzt schon wieder einiges an Stahl herstellen können. Würde ich eigentlich mit der Zeit besser? Nein, wird sie leider nicht. Da sind die Stahlbahnen. Aber es ermöglicht mir leider nicht noch ein besseres Schwert herzustellen. Leider immer noch nicht. So. So. Ein bisschen Schattenhäuptling. Häuptling. I know. Ist nochmal Kohleflöz oder? Nee, Eisen. Eisenader. Und wir könnten schon wieder Stahl herstellen. Wegen einem Stahlbaden gehe ich aber nicht ins Menü. Da ist auch nochmal was. Hier irgendwas verpasst. Pilz. Na gut, weiter. Treiben uns jetzt hier schon wieder eine ganze Weile in der Höhle rum. Och, wenn das alles Adern wären, das wäre schön. Ach, komm du da hier. Spitz wohl. So. Das Thema mit den Jungs ist durch. So. Ach, hier hätten sie doch wenigstens ein Geheimnis drunter packen können oder irgendwie sowas. Wäre zu mir schön gewesen, es hätte mir gefallen. Nöscht. Einfach mal nöscht. Nöscht. Noch ein paar Veterane, alles dasselbe. So. Dieser Veteraner aus den Echsenkriegen, gell? Kommst du eh nie hoch? Dass du dich mit denen verträgst, wundert mich ja eigentlich. Hey, hier wird nie gespuckt, ne? Wer spuckt, kommt auf die stille Treppe. Hallo. Danke. Sitz. So. Also hier ist mir scheinbar nichts mehr. Weiter geht's.
mal gerade geguckt, was die Aufnahme sagt. Aber wir scheinen ja tatsächlich fertig zu sein. Und mittlerweile ist es schon nicht heller geworden. Noch ein Grab. Nochmal Bruchstücke. Schön. Nehmen wir gern an. Summiert sich mit der Zeit jetzt auch. Okay. Nehme ich einfach mal hin. Ach, und wir haben den einen Typen da in seiner Hütte immer noch nicht gefunden. Könnte daran liegen, dass ich... Wer hat das gesagt? Könnte sein, dass das daran liegt, dass ich ihn einfach noch nicht gesucht habe. Wobei, ich könnte mal gucken. Meine wahrscheinlich die Hütte. Setzen wir mal einen Marker und gehe tatsächlich mal hin. So. Otage. Eine wichtige Aufgabe wartet auf mich. Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an Rissen ans Räuberlager. Eigentlich schon die ganze Zeit, aber mir ist es jetzt erst eingefallen, wie ich es formulieren soll. Sumpfkrautfarm. Ich weiß aber nicht, ob die das damit meinen. Hast du einen Namen? Shakes! Genau den habe ich gesucht. Keine Zeit. Wie? Du hast nichts für mich? Ich habe gerade gedacht, der heißt Stuhl. Ist klar. Das wäre ein Scheißname, Leute. Mach ich den Marker halt wieder weg. Hallo, ich wollte den Marker entfernen. So, danke. Und dann ja, bleibt uns halt nichts über, als dass wir zurückdackeln. Können ja mal über die Stege gehen, dann brauchen wir nicht so die Wege durch die Wildnis suchen. Bleiben wir mit unserer fetten neuen Rüstung nicht im Sumpf stecken. Zumindest wäre ich jetzt nicht mehr angequatscht. Ah, Stuarker Rüstung. Ja, ne? Okay, 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 okay. Mal rauf da. Vielleicht ist ja noch eine Quest. Jetzt ist sie übrigens vom Ton her wahrscheinlich wieder ein bisschen bissiger. Also, die ist schon schizophren, die gute. Finde ich aber witzig. Ich meine, das hätten sie vielleicht mal bedenken können. Wo ist das Halsband? Ja. Ich habe das Halsband. Hier ist es. Ausgezeichnet. Hier, nimm deine Belohnung und schweig. Ah, schön doof. Hast du noch irgendwas für uns, Mädel? Sag mal, ist alles in Ordnung? Ja, ich habe mich nie besser gefühlt. Hilfe. Was war das? Nichts, nichts. Mir geht es gut. Ist das herrlich? Husch, husch, verschwinde. Das ist... Es ist so schön doof, Leute. Wieso richtig shit so jetzt? Ja.
Müssen wir eigentlich dem Zauberer dankbar sein da unten. Alles nur, weil wir da ihren Strohhut gefunden haben. Finde ich gut, das ist nur ein Schwitzer. Nee, ich geh jetzt endlich mal hoch. Wie viele Parts rennen wir jetzt hier eigentlich schon in dem Dorf rum? Aber es ist, ja gut, ist bei Risen halt auch so. Bibliothek, ich kann da gar nicht lesen. Bei Risen ist es auch so, welche überleg, wie lange der Lars im Räuberlager rumgeeiert ist. Was heißt rumgeeiert? Das dauert halt einfach so lange. Ich will nicht lesen, ich will klauen. Da ist was. Und schon hat sich's gelohnt. So. Das ist doch was. Ja. Toll, das ist doch bloß ein Schwitzer. Ich will keinen Schwitzer, wir müssen mit dem Chef von Sianze reden. Ach. Warte mal. Hoffentlich bereue ich das gerade nicht. Jau. Da ist der Chef von Sianze. Nanu, ist das ein Siegel der Bruderschaft? Seit wann bist du einer von uns? Und auch die Rüstung. Lass mich ins Sanktum. Ich muss mit Medarion reden. Wie hast du Gilana überzeugt? Egal, ich will es nicht wissen. Tritt einfach ein. Was soll ich eintreten? Aber wird geklaut hier. Moorwespenpfeile. Hast du noch... da hinten irgendwas? Nee. Hast du noch irgendwas für mich? Was ist zwischen Vultus und Gilana los? Die beiden haben akademische Differenzen. Was? Sie haben sehr unterschiedliche Ansichten, was arkane Forschung betrifft. Gilana ist ganz versessen darauf, dem Wissen der Alten auf die Spur zu kommen. Sie hält Vultus-Experimente für kindisch. Lass mich raten. Bei Vultus ist es genau umgekehrt. Korrekt. Er denkt, dass die Magie nie Fortschritte machen wird, wenn wir ständig nur in die Vergangenheit blicken. Wer hat deiner Meinung nach recht? Vultus oder Gilana? Beide. Habt ihr Vultus wegen des Streits mit Gilana in den Keller verbannt? Ich glaube, das hat Gilana eingefädelt. Einige meiner Kollegen stören sich an ihrem Streit. Besonders, wenn die beiden sich gegenseitig sabotieren und andere Mitglieder der Bruderschaft in Mitleidenschaft ziehen. Und du? Solange sie meine Bibliothek nicht anrühren, empfinde ich ihren Streit als durchaus amüsant. Nicht nur du. Okay, ja. Dann gehen wir doch endlich mal weiter ins Sanktum rein. Da ist jetzt für die Bibliothek, ne? Ja. Was gibt es denn hier alles Schönes? Irgendwas, wo wir vielleicht... Ah, ein Neuling. Schnauze. Toll, da war mir das mit der... Styrker Rüstung doch lieber. Feuermagier, Wassermagier, Wasserlassmagier, Feuermagier. Die ich beklauen so? Nee. Ach, das mit dem Taschendiebstahl, vielleicht geht das irgendwie sogar. Weiß ich gerade nicht mehr. Hab ich aber auch beim den Malen durchspielen nie benutzt, wirklich. Bei Rissen habe ich geklaut wie ein Rabe, aber hier nicht so. Aber hier kriegt man auch so viel Zeug zusammen, das ist alles nicht so das Thema. So, kann ich euch alle auf den Kopf kacken. So, erstmal rein. Ey, ein bisschen Ernsthaftigkeit jetzt mal hier wieder an den Tag legen. Das ist ja, wir sind ja immer noch auf einer Rache- und Lebensrette-Mission. Ich schon irgendwie. Der Baum hat was, ne? Was ist das denn? Eine Sphärenkugel oder sowas? Ich habe keine Ahnung, Leute. So, dann gucken wir uns doch erstmal um. Ob es hier nicht eventuell noch was zum Mopsen gibt. Schreien des Bellia, okay. Ja, es sieht auch ein bisschen düsterer aus, gebe ich ja zu. Okay, quatsch mal mit ihm.
Wer stört mich? Ich. Ich habe ein paar Fragen. Ich habe keine Zeit für Neophyten. War das eine Beleidigung? Geh! Bist du immer so schlecht gelaunt? Ich werde ein ernstes Wort mit Gilana sprechen müssen. Viel Spaß. Es tut mir leid, da kann man ja nicht ernst bleiben, wenn die einem solche Vorlagen hier liefern. Kann man ja aber so rumkaspern. Aber Besuch für einen. Willkommen im Sanktum, Bruder. Was führt dich zu uns? Wissen. Ich suche Wissen. Wie wir alle. Hier bist du richtig. Hey, Elvis! Wer bist du? Mein Name ist Milton. Ich bin einer der Gründer von Tushu. Von dem hatte ich auch irgendwie, glaube ich, schon mal was gehört, gelesen oder in Gesprächen. Ich weiß es nicht mehr. Dein Baum ist beeindruckend. Durchaus. Einen solchen Ort hat es noch nie gegeben. Feuermagier, Wassermagier, ja, sogar Schwarzmagier legen ihren Zwist beiseite, vereinigt durch ihren Wissensdurst. Na hier, Olle Keule ist aber da. Selbst. Habt ihr ihn so wachsen lassen? Nein, der Baum ist alt. Uralt. Ich vermute, dass er sich direkt über einem Mana-Knoten befindet. Er vereint die Symbole aller drei Götter in sich. Das ist ein Zeichen. In Tushu sind alle Magier gleich. Warum brennt hier ein Feuer? Die Krone des Baums hat die Form des Innos-Zeichens. Die heilige Flamme brennt zu Innos Ehren. Das Sanktum ist also Innos geweiht? Nein, alle drei Götter haben hier einen Altar. Hier sind wir alle gleich. Aber das Sanktum befindet sich in der Krone, in Innos Zeichen. Ich sehe hier Feuer, aber weder Wasser noch Schatten. Sieh dich um. Wir sind von Wasser umgeben, Adanos Reich. Tief unten im Baum lauern die Schatten, Belia zu ehren. Also ist der gesamte Baum heilig, aber die Krone ist heiliger? Ja. Nein. Es ist kompliziert. Offensichtlich. Was ist mit dem offiziellen Orden des Innos? Von Tushu halten die wohl nichts, was? Hochmagier Pyrokar ist leider dem Dogma verhaftet. Das ist sehr bedauerlich. Für einen Großmeister bist du ganz schön umgänglich. Wenn mich die Erfahrung eines gelehrt hat, dann Bescheidenheit. Ach, Mann. Und lass mich raten, zum Clown gibt's ja auch wieder nix. Es ist doch eine Krux hier. Dann gehen wir mal zum letzten. Ich wollte das gar nicht so, aber das passt mir eigentlich ganz gut. Haben wir sie gleich alle abgeklappert. Jetzt gehen wir hier zum letzten Obermufti. Ey, sag mal. Ey. Also entweder verstecken die ihre Reichtümer echt super. Das kann ich auch, wenn ich beame. Na komm, hast was zu erzählen? Du bist Merdarion? Der bin ich. Was führt dich zu mir, Fremder? Ich muss wissen, welche Magier vor ein paar Wochen im Archiv der Silberseeburg waren. Warum musst du das wissen? Ich hoffe, dass sie mir mehr über einen alten Tempel im Gebirge erzählen können. Auf der Karte, die ich im Archiv der Burg gefunden habe, ist zwar der Tempel verzeichnet, nicht aber der Weg, der zum Tempel führt. Dein Wissensdurst ist lobenswert. Lass mich nachdenken. Ja, ich erinnere mich. Ikarius hat Forschungsmittel für Silbersee beantragt. Ikarius? Was ist mit dem anderen Magier? Welcher andere Magier? Ikarius ist alleine zum Silbersee gegangen. Ich erwarte immer noch seinen Bericht. Es hat ihn wirklich niemand begleitet? Nein, aber jetzt, wo du es erwähnst, die beantragten Mittel waren ziemlich hoch. Genug für zwei. Was geht hier vor? Ich weiß es nicht. Noch nicht. Wo finde ich Ikarius? Er teilt sich ein Quartier mit dem Bibliothekar. Calamus kann dir sicher sagen, wo sich Ikarius herumtreibt. Dass sie eh nichts zum Mobs mehr gibt und die mir auch nichts zu sagen haben, die Eierköpfe, gehen wir doch tatsächlich mal wieder runter. Da geht's runter. In die Bibliothek. Und quatschen den mal an. Was ist denn das? Halt! Ruhe!
wollt ihr haben? Kriegt ihr! Mann. Ich bin doof, ich weiß, Leute. Da ist die Bibliothek. Das musste wegen dem Schild jetzt sein. So, du Nase. Sag. Ja. Hast du Ikarius gesehen? Nicht seitdem ich... Nun, er hat sich in unserer Hütte eingeigelt. Vielleicht ist er noch dort. Was willst du von Ikarius? Das geht nur Merdarion und mich etwas an. Merdarion? Oje. Hier, das ist der Schlüssel zu unserer Hütte. Ich halte mich da raus. Pussy. Wo ist eure Hütte? Letzter Ausgang links, auf dem Weg zum Sanktum. Was hier? Oh, sieht gut aus. Dann machen wir offen hier. Ich höre was gluckern, aber ich sehe nichts. Ah, da pennt einer. Hey, ich finde das hier ein bisschen zugig, Leute. Gut, ich habe jetzt schön Wetter gemacht. Also vielleicht haben sie da ein paar Bretter weggenommen, weil es sonst zu warm geworden wäre. Man weiß es nicht. Ja, Ring des Mystike. Okay. Naja, haben oder nicht, ne? So. Und jetzt zum Ende des Parts. Was hast du uns zu sagen? Steh auf! Okay. Der steht nimmer auf. Da steht schon der Nächste, der mir das jetzt wahrscheinlich anlastet. Aber Leute, das werden wir im nächsten Part sehen. Ich sag für heute mal ciao. Ich bin der L. Ich bin raus. Macht's gut, Leute. Bye.